Tarnes Gebirge zum Beispiel ist richtig, aber ich bin auch kein Geografie-Profi. Also warum nicht? Guten Tag, der Herr. Ich war das hier, Leo. Ja, geht mir auch gut. Okay. Ja, voll der große Dog. Kann ich den streicheln? Ja. Ja, hallo. Die Lambani Horan. Ja. Oh. Knutsch, knutsch. So. Schön, schön. Das finde ich richtig cool, dass die auch solche, also dass die nicht alle Statuen weiß gelassen haben, weil das war ja nicht so. Die waren ja richtig krass bunt. Solche Bronzestatuen. Schade, dass es heutzutage kaum solche riesen Bronzestatuen gibt, ne? Und die so geil. Aber die sind halt so teuer. Wenn ich mal reich bin und ein großes Anwesen habe, dann sieht es so aus. Also so ist der Eingang. Und das bin dann ich und das ist dann meine Frau und das da ist mein Bote. Ja, und hier sind meine ganzen Bediensteten. Nee, das ist viel zu viel Stress. Ich finde sowas echt cool. Was macht ihr da? Bin ich euch zu aufdringlich? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin heute irgendwie ein bisschen aufgedrehter als sonst. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Schokolade gegessen. Schokolade. Alter, wie cool das aussieht hier. Ich kletter mal hier hoch. Nicht mehr, die wurden alle eingeschmolzen mit der Zeit über die Jahrhunderte, ja. Das finde ich so, so schade. Also vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob ihr das, ein Holztheater, als die Osmanen oder die Türken da das Byzantinische Reich erobert hat, also Byzanz, als Rom, also Ostrom untergegangen ist, wurden die, also so viele riesen Statuen, die aus Bronze waren, wurden dann von den Türken eingeschmolzen und zu diesen riesen Kanonen gegossen. Das ist halt schon echt schade. Aber also in jedem Krieg war das so. Sobald eine Stadt geplündert wurde, wurde die ganzen Edelmetalle und also Bronze, Gold, bla bla, alles eingesammelt. Und ja, deswegen kam auch der Theater von was? Dionysos. Oh, Dionysos, hallo. Ah, nein, das wollte ich nicht. Genau, deswegen haben wir ja so viele oder einige Marmorstatuen noch. Weil die wurden ja nicht vernichtet. Weißt du, wieso der Parthenon so eine Ruine ist? Warte, der Parthenon, Entschuldigung. Weil in einem Krieg das Schwarzpulver, genau, ja. Ja, das hat der Priester uns ja mal erzählt. Das ist so ein Schmarrn. Das war doch sogar im Ersten Weltkrieg? Oder in... Also das war relativ in der Neuzeit. Also voll bescheuert.
Das wurde ja dann wieder so gut es ging renoviert, also das, was man noch, noch schützen konnte. Übt ihr oder was? Ja, der hat ein Klemmbrett runter. Oder spielen die so eine Szene, wo der. Ja, ich glaube, die üben. Entschuldigung. Aber das ist ja lustig, dass die öffentlich üben. Voll cool. Kann mich nicht mehr erinnern, aber ja, so lange ist es nicht. Ja. Ich wollte ja gerade auch sagen, ist ja Schwarzpulver, aber das bedeutet ja nichts. Ich gehe mal jetzt da hoch. Ja. Die alten Chinesen hatten ja schon Schwarzpulver. Also, die alten Römer hatten auch schon Schwarzpulver. Muss man sich mal vorstellen. Also, Napalm hatten die ja auch. Also, denkt, das griechische Feuer war Napalm. Napalmfeuer. Und das halt auf so Schiffen ist halt richtig krass. Das kann man ja nicht löschen. Aber ja, die haben früher auch schon Erdöl abgebaut. Also für Napalm braucht man, glaube ich, Erdöl. Halt richtig, 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 richtig cool. Also, was machst du da? Springt einfach runter. Oder das heißt, ich kann da nicht hoch, okay. Oder doch, eigentlich müsste ich da hochkommen. Hä? Okay. Das finde ich bei der alten Pinakothek in München hier voll geil. Also da gibt es ja so eine kleine Holzminiatur, also so ein Modell. Kann ich hier nicht synchronisieren? Also klar, hier fehlt das Zeichen, aber ich fände es cool, wenn man das könnte. Da kann man, okay. Da muss ich ja eh hin. Nee, muss ich nicht. Da ist ein Ausrufezeichen. Napalm oder so ähnliche kannst du auch zu Hause basteln. Ja. Das ist wahr. Oh, warte mal. Ich will mal schauen, ob sie hier die große Athen-Statue reingebaut haben. Ja, so richtig geil gewesen. Und wusstet ihr, dass die hier automatische Türen eingebaut haben, die mit Wasserdampf quasi, also die hatten hier vorne, also ich weiß nicht, ob das der Haupteingang ist, wahrscheinlich nicht, ja, vielleicht schon, hatten die bei Gottesdienste so riesen Feuerschalen, also zwei, und die haben also so als Feuer Feueropfer oder Brandopfer, und die Schalen waren aus Bronze, und die haben so ein Wasserreservoir quasi aufgeheizt, und der Wasserdampf Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht verschrecken, tut mir leid. Ja, geh in den Tempel. Gut, und der Wasserdampf hat dann Mechanismus und so weiter aktiviert, der dann die Türen aufgemacht hat. Und das kam halt dann wirklich. Alter. Das kam halt total wie ein Wunder vor. Ist ja klar, also. Nein, Entschuldigung. Lass uns. Ich glaube, das ist hier der Hinterhof. Hintereingang.
Nein, lass los. Ja, sie haben sie reingebaut. Ist das cool. Genau, und hier war der Vordereingang. Und hier wurden dann die, die Brandopfer und so weiter aufgebaut. Und dann ging die Tür auf und dann hat man die Athene gesehen. Ist ja schon cool. Krass. Ja. Also das diese Sachen finde ich an Assassin's Creed, also Assassin's Creed Teile oder Spiele total geil. Also diese alten Städte und so weiter. So, darunter muss ich, aber ich würde zuerst mir einen Überblick verschaffen und zwar auf die nette Bronze Lady hochklettern. Der macht das ja nichts aus. Die berühmte Akropolis. Entschuldigung. Ein Zeugnis menschlicher Kreativität und Handwerkskunst. Ja. Das finde ich ja richtig lustig, dass sie an Bronze hochklettern kann. Ist schon ein bisschen amüsant. Ja. Sarah, weißt du, an was mich das erinnert? Warte mal. Warte, ich Gott. Warte. Nein! Oh, wie dumm bist du denn? Ich wollte an die Nase. Ich wollte mich an die Nase hängen. Wie Asterix bei Cleopatra. Naja, okay, dann mache ich es halt nicht. Ach, hier kann die nicht hin, okay. Genau, komm da sofort darunter. Ah, okay. Ups. Schön. Das haben sie aber nicht sehr schön geschliffen. Das hätten sie noch aufpolieren sollen. Arschbombe! So, was ist los bei dir, hä? Schere. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du so gut bist, wie ich gehört habe. Du kennst mich? Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich höre alles, was in dieser Stadt passiert, Söldnerin. Wie könnte ich ablehnen, wenn du mir derart schmeichelst? Ich wollte dir nicht schmeicheln. Ich wollte dich nur anheuern. Ja, ist ja gut. Einige Spartiaten müssen dringend verschwinden. Klettert der Götter nicht auf den Busen, sagt Willig. gut. Also der Typ versteht echt keinen Sarkasmus. Du willst, dass ich deine Drecksarbeit erledige? Wie schön, dass du fragst. Ja. Ich helfe dir, wenn ich kann. Das kommt drauf an, was du von mir willst. Feldherr... Demosthenes. Aha. Meine Spione berichten, dass Sparta mobil macht. Und ich will, dass du sie dabei behinderst. Dringe in ihre Festungen ein und beseitige ihre Befehlshaber. Das erscheint mir sinnvoll. Schön, dass du mir zustimmst. Bring mir die Siegel der Befehlshaber, die du tötest, als Beweis. Du wirst großzügig belohnt. Das ist keine Standardtaktik der Athener. Sicher nicht. Doch sie funktioniert. Das ist alles, was zählt. Mit der traditionellen Kriegskunst haben wir schon zu viele Athener an diese Wilden verloren. Die anderen Feldherren sind dagegen, doch ich lasse nicht zu, dass sie uns ins Verderben führen. Was wollen Sie denn? Sie wollen eine ehrenhafte, offene Feldschlacht, wo sich unsere Truppen direkt mit den Spartanern messen müssten. Eine Kraftprobe gegen diese Unholde könnten wir niemals gewinnen.
Wir müssen klüger sein als sie. Also, tötest du die Befehlshaber? Ja, ne. Nun gut, ich nehme an. Gut. Ich habe zwar keine Genehmigung, meine Männer dafür einzusetzen, aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Was ist so besonders an den Siegeln? Sie werden nur an wichtige Spartiaten verdient. An solche, die ganz. Danke für den Follow, Paul. Sie sterben lieber, als sich davon zu trennen. Also bring mir die Siegel als Beweis für ihren Tod. So. Wie ist es eigentlich? Wenn ich jetzt, also ich habe ja noch die Quest oder einige Quests von den Spartanern, die Athener zu meutern oder also zu meutern, ja, zu töten. Und wenn ich jetzt bei den Athenern anfange, wie ist denn das dann? Moin. ja, wie ist denn das dann? Also kann ich bei beiden einfach alles machen? Das macht nichts aus. Okay, alles klar. Dann frage ich mal weiter. Wo finde ich sie? Die Spartaner sind tief in Athener Territorium vorgedrungen. Sie kontrollieren Festungen, die einst uns gehörten. Lass sie für jeden Schritt büßen. Wie sind deine Pläne? Ich tue, was nötig ist, um die Athener zu schützen und Spartaner zu töten. Das habe ich nicht gemeint, sondern deine persönlichen Pläne. Meine Karriere geht dich nichts an. Aber ich verlange nicht viel. Nur eine Anerkennung meines strategischen Genies. Ich weiß genug. Ich besorge dir die Siegel, Feldherr. Also, das kann ich sehr gut verstehen, dass er gegen die Spartaner nicht in einer großen Felsschlacht kämpfen will. Also, große Felsschlachten waren ja die war ja die Stärke der Spartaner und so kleine Scharmützel und so weiter war ja eher so die Stärke der Athener oder halt wenn man die griechische Welt jetzt auf zwei Lager aufteilen will. Wie kann ich helfen, Priesterin? Seit die Seuche ausbrach, kommen viel mehr Menschen zu unserem Tempel. Wir erhalten viel mehr Opfergaben für die Götter, als wir uns je erhofft hätten. Du scheinst dich nicht darüber zu freuen. Die Götter haben genug. Die Opfer sollten jenen zugutekommen, die sie brauchen. Warum verschenkst du sie nicht? Das tue ich. Und eine Lieferung muss heute noch zu einer Hebamme. Aber die Soldaten halten es für Frevel und wollen mich töten. Also soll ich sie überbringen? Ja, lass sie nicht zu lange warten, bitte. Ja komm, hallo? Eine ich Hebamme. Mich darum. Bei Zeus, welch Erleichterung. Dann geht wohl. Das ist doch nicht so schlimm. So. Überbringen die Nahrung. Ja, Nahrung, hallo? Da unten. Dam, 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 dam. Oh, da ist Nebel drin. Hier sind Untote. Na gut, oder auch nicht. Bäum. Ich hab die an den Po gefasst. Ach, schön. So, ich amüsiere mich hier herrlich. Boah. Boing, boing, boing. Oh, später muss ich zwar wieder hier hoch, aber das macht ja nichts. Wir haben ja Ausdauer bis zum Unendlichen. Und wir können uns ja nicht überarbeiten. Wieso duckst du dich? So. Ich wette, ein Kurier wäre nicht so schnell gewesen wie ich. Ich gehe halt quer im Feld ein. Aber das finde ich echt cool, dass sie die Opfergaben halt auch verteilen will. Also. Eine Priesterin sagte, du willst das. Genau zur richtigen Zeit. Hier ist deine Belohnung. 555 Drachmen. Braucht noch jemand was?